Hallo zusammen zum vorletzten Mal meines Meditations-Adventskalenders. Gestern hatten wir über die Ansprüche an das Meditieren gedacht und dass es vielleicht nicht so optimal ist, wenn man sich darauf freut, weil man ja enttäuscht werden kann, sondern einfach mal mit so einer offenen, kindlichen Neugierde in die Meditation reinzugehen, sich hinzusetzen und sich überraschen zu lassen, was kommt. Und in Anbetracht dessen, dass ja morgen dann auch schon Weihnachten sein wird, wäre es vielleicht auch mal ganz gut, vielleicht in der heutigen Meditation, sich einfach mal bewusst darüber zu werden, was man selbst für Erwartungen an Weihnachten hat. Und ich nehme mal an, dass Sie natürlich kein Kind sind, sondern schon älter sind. Dann haben Sie schon viele Weihnachten erlebt und wahrscheinlich werden entsprechend viele Weihnachten auch Ihre Erwartungshaltung geprägt haben. Bestimmtes Essen, bestimmter Baum, bestimmt geschmückt. Wie wird es dieses Jahr im Jahr 2020, wenn wir vielleicht nicht alle in die Kirche gehen können? Wird es dann gleich automatisch ein schlechtes Weihnachten? Muss es gar nicht sein. Vielleicht gibt es völlig neue Möglichkeiten, die wir einfach mal neugierig wahrnehmen können. Und das wäre sozusagen die heutige Aufgabe, dass Sie einfach mal bewusst in den nächsten 10 Minuten wahrnehmen, was Sie eigentlich tatsächlich mit Weihnachten verbinden. Betrachten Sie einfach die Gedanken, die kommen. Lassen Sie sie gehen und lassen Sie sie einfach los, damit wir für morgen, wenn dann Weihnachten ist, freier sind.